Da schwingt ein Vorwurf mit. Kommen Matzen nicht mehr raus zum Autogramme geben nach ihren Konzerten? Das und mehr jetzt im Community-Video. Also, es geht heiß her. Die Fans fragen und Matzen antwortet. Essential Amino Acid fragt, wieso habt ihr nicht als Alice's Gun weitergemacht? Das ist eine schöne Insider-Frage auch. Weiß kaum noch jemand, dass wir mal eine Band hatten, die Alice's Gun hieß. Und ich habe da Englisch gesungen. Und damit kann man die Frage auch beantworten. Ich kann das nicht so gut. Ich kann besser Deutsch texten. Und irgendwie war es so, dass Matzen aus einer Band entstanden ist, die wiederum Hörsturz hieß. Und das war sozusagen deutscher Crossover. Vielleicht kennst du die ja auch noch. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir eigentlich Matzen so geändert haben, dass es eigentlich fast ein bisschen klingt wie Alice's Gun früher, nur dass ich halt Deutsch singe und irgendwie ist ganz viel von der alten Band dann doch bei Matzen mit drin, würde ich sagen. Paul Heckmann möchte wissen, wie kam es zur Zusammenarbeit mit Callejon und KIZ? Hey Paul, KIZ und Callejon finden wir spitze und Callejon haben aufgenommen in einem Studio in Bochum, im Kanal 22, dort haben wir auch aufgenommen, dort gab es einen Toningenieur, schönen Gruß an Ecki, und Ecki hat uns empfohlen für dieses Feature. Die dachten irgendwie, Matzen wäre vielleicht doch ein bisschen zu poppig und zu seicht, dann haben sie aber ein paar Songs von uns gehört, die auch anders können, und dann war den Jungs klar, den wollen wir haben, den Schreihals. Und dann habe ich es total gerne gemacht. Konisch Oedipus möchte wissen, was ist der Grund für euren Erfolg und warum kommt ihr nie raus zum Unterschreiben? Das stimmt nicht. Wir kommen sehr gerne und oft raus zum Unterschreiben. Bei mir ist es jetzt gerade so, dass wir sind noch am Anfang der Tour, ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Aber die anderen Jungs sind eigentlich bei jedem Konzert rausgegangen, oder? Ja, ich war bei jedem Konzert unten und Nico und Johannes und Lisa auch. Und Mücke bei einem glaube ich nicht. Aber ansonsten sind wir da sehr, sehr brav. Es ist, wenn so ein bisschen die Krankheit umgeht und wenn so ein bisschen die Angst da ist, irgendwie krank zu werden, oder wenn man so ein bisschen schwächelt, dann muss man auf sich aufpassen, dann geht das halt mal nicht, dann tut einem das doch leid. Aber in der Regel machen wir das eigentlich immer. Und Sebastian, die andere Frage, warum sind wir so erfolgreich? Ich glaube, das sind wir, weil wir es nicht um jeden Preis sein wollen. Natürlich haben wir überhaupt kein Problem mit Erfolg, aber wir wollen es eigentlich nie erzwingen. Und deswegen kommt auch so ein Album zustande, wie wo es beginnt. Und wir haben die Geheimwaffe Nico Mauer, der einfach unheimlich, unheimlich, unheimlich gut aussieht. Das stimmt. Das Album, wo es beginnt, ist nämlich antizyklisch zu dem, was gerade alles draußen so veröffentlicht wird. Das ist eine reine 90er-Jahre-Platte. So. Und man muss antizyklisch denken, glaube ich auch. Marmorkuchen hat zwei Fragen, und zwar, wie oft hört ihr eure eigene Musik und was bedeutet euch das Lied Du schreibst Geschichte? Lieber Marmorkuchen, unsere Musik höre ich eigentlich nur noch zur Tourvorbereitung. Ansonsten spiele ich es ja oft genug. Und ich genieße die Zeit aber sehr, in der die Stücke geschrieben werden. Und da höre ich so einen Song, wenn er gerade frisch aufgenommen wurde, auch gerne mal 50 Mal am Abend und freue mich drüber. Und dann aber, wenn es veröffentlicht ist, ist es eigentlich weg, oder? Wie ist es bei dir? Nein, ich höre es gern. Ich höre es gern im Auto. Deine Kinder hören es gern im Auto. Das auch, ja, aber ich höre gerne mit. Sind die stolz? Nee, dafür sind die noch zu jung, aber die singen gerne mit. Okay. Du schreibst Geschichte bedeutet mir unfassbar viel. Das ist eigentlich der wichtigste Song von uns, würde ich sagen, weil er uns wahnsinnig viele Türen geöffnet hat. Und wenn wir den live spielen und die Leute den Refrain mitsingen, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Meine Frage an Matzen. Hallo Jungs. Wie habt ihr es hinbekommen, dass dieses Album von Anfang bis Ende einfach nur genial ist? Jedes Lied anders, jedes Lied genial, jedes Lied einfach nur 100% Matzen. Das Feature mit Lisa Hu, wirklich der Hammer. Ich hoffe, dass ihr mir die Frage beantworten könnt und dass ihr mir diese CD gleich auch noch signiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss. Ja, moin Benni. Vielen Dank für die Blumen erstmal. Wie kriegt man sowas hin? Das ist, das passiert, Gott sei Dank einfach. Darauf können wir uns irgendwie dann doch verlassen. Das ist Spielfreude, das ist das, was wir beruflich machen. Wir machen es gerne, wir lieben unseren Job, es ist unsere Leidenschaft. Und die Texte schreibt das Leben, die Musik kommt aus dem Bauch. Wir haben, glaube ich, wieder sehr viel Musik gehört, die uns inspiriert hat, als wir so 15, 16 waren. Sehr viel 90er-Jahre-Zeug,
Nirvana, Weezer, Foo Fighters, Helmet, alles was kracht, Rage Against the Machine. Wir haben wieder Lust am Rocken gehabt sozusagen. Hast du irgendwas hinzuzufügen? Ja, dein Duett mit Lisa Hu. Lisa ist ja unsere Live-Keyboarderin, seit das Gründungsmitglied Volli ausgestiegen ist. Und da haben wir wirklich einfach einen riesen Glücksgriff gemacht mit der Dame, weil die live wirklich sehr, sehr schön Orgel spielt und sehr viel auch singt. Und das Duett ist auf Platte schon gut, aber live ist, finde ich, ist persönlich noch etwas besser. Und auch Haudegen werden kritisch gefragt im Community-Video, nämlich ob sie sich gerne mit den bösen Onkels verglichen sehen oder sogar sowas Ähnliches sind. Und Goody, der Profi-Gamer, der spricht im Community-Video darüber, ob er gerne oder ungerne der Underdog in der Electronic Sports League ist. Das also und jeweils auch viel mehr in den Community-Videos mit den dreien, muss man ja sagen.